Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Horsehaven World Adventures. Das Update ist da, die Ponys sind da und ihr seht, es hat sich etwas an den Kalenderbelohnungen getan. Und zwar habt ihr jetzt hier die Wahl, immer zu entscheiden, was ihr haben möchtet. Hier wäre es jetzt am heutigen Tag, entweder wären es 8 Gras oder 100 Münzen. Ich nehme jetzt 8 Gras, Halme, Büschel, wie auch immer, weil ich die besser gebrauchen kann. Hier hätten wir Mais, Getreide, Äpfel, hier hätten wir das blaue Futter und Münzen. Und hier hinten haben wir dann die Auswahl zwischen Möhren und Diamanten oder Münzen und Diamanten. Und das geht ganz, 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 ganz weit. Also es ist nicht mehr, dass es auf 7 Tage begrenzt ist. Ihr seht, es ist auf 31 Tage, also auf einen kompletten Monat. Es lohnt sich also auf jeden Fall, jeden Tag wenigstens mal kurz reinzuschauen. So, dann das Pony-Paket ist da. Ihr könnt euch ein Pony kaufen. Das ist das Shetland-Pony. Wäre für 15 Euro. Mir persönlich ist es zu teuer. Muss ich ganz ehrlich sagen, offen und ehrlich. Ich züchte dann lieber. Ich muss mal gucken, wie das Ganze dann zu züchten ist. Ich bin mal gespannt. Und es ist ein Event aktiv. Pferd der Rasse Löwe. Guck mal, wie cool das aussieht. Schnappen wir uns ein Pferd der Rasse Löwe und sein mysteriöses Geschenk. Das Konstellationspferd aus dem aktuellen Angebot erhält ein Tattoo mit einer einzigartigen Farbe. Sehr cool. Also scheint sich jetzt so ein bisschen, ja, scheint Pferde jetzt nach Sternzeichen zu geben. Was haben wir hier? Für 13 Euro. Aber was zeigt uns denn hier die Aufzucht an? Es scheint so, dass wir so einen Löwen, in Anführungsstrichen, aus einem Criollo und einem KPWN züchten können. Jetzt stellt sich mir die Frage, seit wann gibt es Criollos? Dafür brauchen wir wiederum einen Canadian und einen Canadian Pacer. Ich habe beide, aber beide nur männlich. Jetzt muss ich ein bisschen schauen, das ist jetzt nicht unbedingt so schnell gemacht, aber es läuft auch noch 23 Tage, also ich habe da schon noch ein bisschen Zeit. Ich werde auf jeden Fall versuchen, so ein Pferd zu bekommen. Ich finde es richtig, richtig cool. Müssen wir einfach mal gucken. Ich muss mal ausprobieren. Hier in Groninger haben wir, Gelderland haben wir auch. Groninger haben wir, glaube ich, nicht, aber in Gelderland haben wir. Also irgendwie kriegen wir das schon hin. Da bin ich eigentlich recht zuversichtlich. So. Jetzt möchte ich aber erstmal zurück nach Montana. Mal kurz auf der Farm vorbeischauen. So. Ach, mir fällt gerade noch was ein, was ich auch noch gucken wollte. Wir müssen nochmal auf die Weltkarte. So. Europa. Da. Ja, England ist leider momentan noch nicht erhältlich. Auch wenn die Ponys ja eigentlich alle aus England kommen, die Rassen, die hier vorgestellt wurden. Außer das Chingo Teak Pony. Das ist nicht aus England. Das ist ja eine Inselgruppe vor Amerika, von Nordamerika. An der Ostküste des Landes. So. Wir machen erstmal wieder unsere Post auf. Ja, wir wurden von 3 Freunden in Brasilien überholt. Das wundert mich nicht, denn da war ich wirklich nicht gut. Öffne deine Horsepedia, um die neuen Pferde zu sehen, die wir ins Spiel integriert haben, inklusive 5 Ponyrassen, 5 Pferderassen und eine besondere Rasse. Wow, das ist einiges. Ja, müssen wir auf jeden Fall gleich mal reingucken. Das wird heute eine bisschen längere Folge. Genau, und hier haben wir die Anmerkung zu den Kalenderbelohnungen. Tolle Neuigkeiten. Jeden Tag kannst du eine Belohnung wählen, die dir gefällt. Vergessen dich gestern anzumelden? Keine Sorge. Du hast noch die Chance, deinen Preis anzufordern. Aha, okay, also anscheinend zählt es dann eben einfach nur jeden Tag weiter. Also ist es dann so, wie es klingt, nicht schlimm, wenn man es einmal nicht schafft oder vergisst. Mir passiert es schon mal, dass ich es nicht schaffe, mich innerhalb der 24 Stunden wieder anzumelden. Und ja, dann ist das natürlich praktisch. So. Ich würde sagen, wir sammeln hier erstmal unser ganzes Soja-Zeugs ein. Was könnten wir denn mal verkaufen? Möhrchen. Jetzt haben wir auch schon wieder nur noch 17 Möhrchen. Ist vielleicht jetzt auch nicht so gut gewesen. Außerdem muss ich jetzt schon wieder verkaufen. Ich muss dringend mal die Scheune aufwerten. 133 Diamanten. Ist es mir das wert? Ah. Schwierig. Schwierig, schwierig. Ich finde es recht teuer, muss ich ganz ehrlich sagen.
Ich muss mir das mal noch überlegen. Es wäre auf jeden Fall eine sinnvolle Investition. So viel steht fest. So, was bauen wir denn mal an? Oh, Mais. Wir haben nur noch 8 Mais. Okay. So, dann soll es der Mais sein. Aber das ist ja blöd jetzt hier. Wenn in England noch nicht offen ist, muss ich ja gucken, wo ich die kleinen runden Ponys unterkriege. Hä? Tja. Meine Oase ist fast voll. Wie mache ich denn das dann? Wir gucken hier erstmal wieder. Thor hat ein Level up und sonst niemand. Okay, das heißt Siren können wir... Nein, ich wollte nicht zu ihr in die Box. Ich wollte nicht zu Hera. Ich wollte Siren ans Trainieren schicken. So. Obelix, habt ihr ja gesagt, soll ich nicht verkaufen? Zack. So. Hier gehen wir jetzt mal rein zu ihm. Level 14 ist er geworden. Und oh, ich hoffe auf die Diamanten. Bitte bring mir Glück, Glücksrad. Jawohl, 12 Diamanten. Das ist natürlich super. Vor allen Dingen eben im Hinblick auf die größere Scheune. Und auch auf meinen Wunsch, die Oase... Nein, ich wollte nicht wieder zurück. Und auch auf meinen Wunsch gesehen, die Oase auszubauen. Bleibt natürlich auch abzuwarten, wie viele Diamanten man bekommt ab den Tagen einloggen. Muss man mal schauen. Okay, also jetzt geht's aber auch schon auf Richtung Deauville. Die Rennen und den Besuch lasse ich heute weg. Ich weiß, jetzt besuche ich schon den zweiten Tag in Folge niemanden. Aber es gibt einfach zu viel, was es hier neu zu entdecken gibt. Und das möchte ich mir dann in erster Linie erstmal anschauen mit euch. So, Äpfelchen verkaufen wir noch wieder ein paar. So, jetzt haben wir sowieso schon wieder drin. So. Das hier kann ich leider gar nicht aufwerten. Honig verkaufen wir auch. Was haben wir denn hier? Ah, es haben wieder ein paar Leute meine Pferde gestreichelt und das Dorf besucht. Ach, da freuen sich meine Pferde. Und ich freue mich, weil die dann ja ein bisschen weiter leveln. Das finde ich persönlich ja immer sehr, sehr praktisch. So, hier unten müsste das momentan dieses... Ach nee, hier, Züchterereignis. Yippie, eine Glückswoche. Die Kosten für die Zucht sind bis zu 50% reduziert und jeden Tag hast du die einmalige Gelegenheit, die Rasse zu erhalten, die du haben willst. Schnell das Angebot endet, schneller als du laufen kannst. Bist du bereit, ein neues Fohlen willkommen zu heißen? Haha, warte mal, wie lang geht das? 13 Tage, okay. Das ist ja nett. Hm. Ich würde gerne mehr Boxen bauen können, das wäre schön. Generell hier, Mann, das ist ab 26, oder? Ja. Ich brauche ganz dringend die 1,5 Level noch. Ich bin momentan auf jeglichen Platz angewiesen, den ich irgendwie kriegen kann. So. Peach hat ein Level up, genau. Das darf ich nicht schon wieder vergessen. Und Ramiro und Jasmin können wir füttern. Aber ich würde sagen, wir schauen jetzt erstmal zu Peach. Und sie ist ja Level 11. Gucke mal da. Geschwindigkeit auf Gold mit 2 Schleifchen dran. Schneller geht's nicht. Komm, drücken wir ihr die Hufe. Das wäre doch mal Hammer. Nein, ach Mist, es sind 10 Müsli-Riegel geworden. Ah, ärgerlich. Ja, das hat sie doch schon. Was wären da dann... Hä, was wären da dann anders gewesen dran? Keine Ahnung. Komm, wir leveln sie einfach mal weiter direkt. Aglaia leveln wir auch weiter. Die anderen beiden können wir füttern. So, Jasmin. Jasmin hat heute Hunger auf Apfelkekse. Dann soll sie die auch kriegen. Wir haben ja noch genug von. Hatte ich ja jetzt erst wieder ein paar nachgebacken. So. Jawohl, Level 15. Yay, unser erster Araber auf Maximum Level. Ach schade, sie kriegt keine neue Fähigkeit dazu. Ja gut, dann hoffen wir wenigstens auf die Diamanten. 201 haben wir jetzt. Ah, 8 von dem... Gut, aber 8 von dem Spezialfutter, von dem teuersten, was es gibt, ist auch in Ordnung. Aber ich würde sagen, dann schicke ich Jasmin jetzt auch in die Pferdeoase. Sie ist ausgelevelt. Sie möchte ich eigentlich ungern verkaufen. Ich will eigentlich Aglaia dann auch nicht verkaufen, wenn sie soweit ist. Aber ich muss dann natürlich auch wirklich mal schauen, ob ich mich nicht vom einen oder anderen Pferd trenne. Denn ich habe einfach nicht so viel Platz.
Ja, schwierig. Dann schicke ich vielleicht tatsächlich Zoe und Philippe weg. 263 Erfahrungspunkte. Nicht schlecht, nicht schlecht. So, du gehst jetzt auch trainieren. Jetzt habe ich schon alle trainieren geschickt. Na toll, wenn ich jetzt hier gerne noch... Na, ich muss doch züchten. Ich dumpfbacke. So, Horstpedia, schauen wir mal rein. Was haben wir hier Neues? Müsste uns doch jetzt eigentlich anglitzern. Ja, ein Welchpony. Ach, ist das süß. Wie können wir das denn züchten? Mit Canadian Pacer und Connemara Pony? Andalusia und Assateague Pony, Canadian und Shetland Pony. Wir haben kein einziges Pony, deswegen wird es mit dem Welsh Pony momentan noch etwas schwierig. Was können wir noch züchten? Das Paint Horse ist neu. Andalusia und Tennessee Walker, Andalusia und American Indian und Andalusia und Canadian. Andalusia und Canadian. Ist das sogar... den Andalusia haben wir verkauft, oder? Ach, Mist. So, aber es ist ja noch nicht alles. Jetzt haben wir eine Ponyrasse, eine normale Rasse. Genau, der Criollo ist neu. Ich wollte ja schon sagen, der kommt mir irgendwie sehr, sehr unbekannt vor. Canadian und Tennessee Walker, Canadian American Indian, Canadian und Canadian Pacer. Die höchsten Chancen haben wir mit dem Canadian und Tennessee Walker und American Indian. Das heißt, ich bräuchte bei beidem eine Stute, denn ein Canadian habe ich ja. Das ist ja unser Donut. Morgan Horse, nicht nur in Star Stable Online, sondern auch jetzt hier in Horsehaven. Was ein Zufall. Das können wir bekommen. Oh Gott, das muss ich züchten. Das hat auch hier dieses herrlich, wunderschöne Modell. Canadian Pacer und Tennessee Walker. Canadian Pacer, American Indian und Canadian Pacer und Andalusia. Ja, schade. Hätten wir den Andalusia mal behalten. Ein Fjordpferd. Aber es hat leider keine Stehmähne. Das ist schade. Friese. Oh mein Gott, ich glaube das nicht. Also dickes Kompliment jetzt hier mal gerade an das Team von Horsehaven, weil das sind alles Rassen. Der Araber wurde sich gewünscht, das Fjordpferd wurde sich gewünscht, der Friese wurde sich gewünscht. Und sie sind auf alles eingegangen. Finde ich sehr, sehr krass. Bekommen wir über den Friesen und das Shetland Pony, ist ja natürlich ist auch eine sehr interessante Mischung. Über Criollo und Paint Horse, American Indian und Tennessee Walker. Oh Gott, ich sehe schon, ich muss wieder ganz viel züchten in der nächsten Zeit. Den Friesen bekommen wir über das Rocky Mountain und das Shetland Pony. Paint Horse und Morgan Horse, Tennessee Walker und Missouri Foxtrotter. Das heißt, ich bräuchte einen männlichen Tennessee Walker. Dann könnten wir uns auch am Friesen versuchen. Will ich auf jeden Fall. Hä? Das ist aber nicht neu, warum glitzert das? Der Shetland Pony. Bekommen wir bei Welsh Pony und Criollo, Welsh Pony und Holsteiner, Welsh Pony American Indian. Und dann haben wir noch zwei weitere Ponys, das Assateague Pony, Welsh Pony und Paint Horse, Welsh Pony und Groninger, Welsh Pony und Tennessee Walker. Und das Connemara Pony bekommen wir vom Welsh Pony und dem Morgan, Welsh Pony und Gelderland und Welsh Pony und Missouri Foxtrotter. Was wir aber daraus auch lernen, es muss sich auf jeden Fall irgendjemand ein Pony kaufen. Ansonsten kriegt man das nicht ins Spiel rein. Denn für jedes andere Pony muss man wiederum mit einem weiteren Pony züchten. Ach, hier. Ha. Das sind die seltenen Pferde. Aha. Genau, vom 23.07. bis zum 22.08. limitiert. Denn ab dem 23.08. ist dann ja Sternzeichen Jungfrau. Das weiß ich, weil ich da ja reinfalle. Die beiden hier glitzern auch, warum auch immer. Die sind ja auch nicht neu. Genau, und das Dartmoor Pony ist momentan noch gesperrt. Das gibt es dann ab 25. Können wir das nicht auch irgendwie kaufen? Also das Dartmoor Pony gibt es am französischen Markt. Wo es die anderen auch geben könnte, weiß ich nicht. Hier, Shetty. Steht das hier irgendwo? Nee, ne? Ach, Mist. Gut, ich würde sagen, wir schauen mal in der Oase noch vorbei. Und dann muss ich mal gucken. Oh, haben die schon immer gewiehert, wenn ich reingekommen bin? Nee, ne? So, wir haben ja einen Donut. Dann gucken wir gleich mal, ob wir vielleicht eins der neuen... Vielleicht können wir ja gucken, dass wir in Richtung Friese züchten. So, wen haben wir denn hier? Aiko muss weiter gelevelt werden.
So. Ja, das wird heute echt eine richtig lange Folge, aber ich meine, es war Update-Tag, da gibt es natürlich auch einiges zu zeigen, wenn neue Pferderassen reinkommen. Wenn es dann noch gleich so viele sind. Also wie gesagt, hier nochmal voller Respekt, dass das so toll umgesetzt wird hier. Oh, guck mal da, Gigi wird morgen Level 14. So. Wen haben wir noch? Maya. Das sieht sich jetzt ganz schön, bis die Pferde mal zum Verkauf fertig sind hier. Felix, den haben wir ja auch noch. Aber dann haben wir gleich alle auf einmal hier. So, Regia müssen wir auch noch weiter trainieren. Ich überlege jetzt gerade echt, ob wir Zoe und Philippa einfach wegschicken. Ich glaube, die schicken wir weg, weil es wird langsam wirklich ein Platzproblem. Und ganz ehrlich, ich nutze die für nichts mehr. Also Zoe, Philippe, es tut mir leid, aber ihr kommt jetzt irgendwo hin, wo ihr es definitiv gut habt. Irgendwo schön auf die Wiese oder so. Ja, leider bringen uns die beiden ja keine Diamanten. Die bringen uns ja nur Schillinge, hätte ich fast gesagt. Hier Münzen. So. Jetzt muss ich nochmal gerade reingucken. Also ich glaube, wir brauchten zum Missouri Foxtrotter einen männlichen Tennessee Walker für den Friesen. Und da bin ich jetzt gerade völlig auf dem falschen Dampfer. Ich scroll mal runter. Friese, da. Was ist eben nur eine sehr, sehr geringe Chance. Aber wir haben noch keinen Shetland Pony und Morgan und einen Paint Horse haben wir auch nicht. Das heißt, ich versuche es jetzt einfach mal. Und dann versuche ich erstmal Morgan zu züchten. Wofür brauchte man denn. Ah, wofür braucht man nochmal Morgan? Das gibt's doch nicht hier. War das. Oh Gott, ich weiß es nicht mehr. Nee, komm, wir probieren es jetzt mit dem Friesen. Das heißt also, wir haben einen weiblichen Missouri Foxtrotter. Das heißt, wir brauchen einen männlichen Tennessee Walker. Jetzt muss ich natürlich mal durchschauen. Ich habe absolut keinen Plan mehr, wer von euch hier einen männlichen Tennessee Walker hatte. Naja, drehen wir nochmal eine kleine Runde hier. So haben wir indirekt das Besuchen sogar mit drin. Zumindest so lange, bis ich jemanden gefunden habe. Hier haben wir keinen Tennessee Walker. Schauen wir direkt mal weiter nach Deauville. Da-dam, da-dam, da-da-da-da-dam. Da-dam, 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 da-dam. Hier haben wir auch keinen Tennessee Walker bei. Was bist du? Ein amerikanisches Warmblut. Okay, weiter geht's im Text. Unbekannt. Ich weiß auch leider nicht mehr, wen hatte denn. Wir könnten natürlich auch nochmal bei Amy vorbeischauen. Ich habe keinen Plan, ob die ihre Rassen auch mal wechselt. Da waren wir ja schon Ewigkeiten nicht mehr. Oder ob sie ihre Rassen so behält, wie sie waren. Also ich meine, hier hatte sich ein bisschen was geändert. Aber es hat sich anscheinend für den Rassen her leider nichts geändert. Das ist natürlich blöd. Hatte nicht die Chantal? Oh Gott, das ist jetzt echt. Puh. Nicht leicht hier, den Durchblick zu behalten. Schwierig. Das ist, wenn das da hinten einer ist, dann ist es noch ein Fohlen. Da-dum, da-dum, da-da-da-da-dum. Hallo, Spiel. Was haben wir denn hier? Ja, ein Groninger. Doch, ein Groninger haben wir doch. Nee, nee. Einen Anglonormannen haben wir. Stimmt, hier waren wir ja schon. Haha, ich dämliche Nuss. Ich würde sagen, bevor ich jetzt hier Ewigkeiten rummache und ich finde und finde und finde keinen Tennessee Walker, mache ich einfach mal einen kleinen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich einen gefunden habe. Also, bis gleich. So, da bin ich auch wieder zurück, ihr Lieben. Ich habe zwar keinen männlichen Tennessee Walker gefunden, aber bei der Sophia habe ich ein Paint Horse gefunden und schaut mal, sie hat ein kleines Welsh Pony.
Ah, es ist so süß. Deswegen möchte ich jetzt einfach hier mal einen Zuchtversuch starten. Warum werden mir hier keine Pferde angezeigt in Frankreich? Warum? Normalerweise müsste ich dann doch die aus der Oase sehen können. Da konnte man doch immer umschalten. Wie sieht's hier aus? Wahrscheinlich dann genauso. Ach, das ist doch jetzt ärgerlich. Okay, ich überlege gerade, haben wir... Eieieiei, jetzt muss ich mal eben in Montana gucken bei mir. Haben wir da noch einen Hengst? Nee, ne? Die sind auch alle im Training, wenn dann. Ja, sowas aber auch. Wie viel wird es jetzt kosten, wenn wir ihn vorzeitig runterholen? 22. Komm, das mache ich jetzt. Eine Box haben wir hier eigentlich wieder frei. Müsste ja jetzt gehen. Okay, wir schauen nochmal bei der Sophia vorbei. Wenn es jetzt nicht funktioniert, ja, dann. Aber probieren wir es erstmal aus. Ach ja. Schwierigkeiten über Schwierigkeiten. Ist es jetzt nicht mehr möglich, aus der Oase raus zu züchten? Mit Ramiro geht es jetzt auf jeden Fall. Dann ist es anscheinend nicht möglich. Was haben wir hier? Ach so, das zeigt... Wir versuchen es jetzt einfach mal mit dem Züchten. Was haben wir denn für eine Chance auf ein Züchterereignisbelohnung? Okay, wir können mit 28% Wahrscheinlichkeit einen weiteren mythischen Araber bekommen. Die Lolita wäre das. Mit 45% ein Welsh Pony, das sieht ja schon mal sehr gut aus. Ein Hengstchen wäre das dann. Und mit 27% ein Assateague Pony. Also die Chancen stehen sehr gut, auf jeden Fall ein Pony zu bekommen. Und selbst der mystische Araber wäre nicht schlecht, weil er würde uns jede Menge Diamanten bringen, wenn wir ihn verkaufen würden. Und genau der ist es auch geworden. Schade, dass es kein Pony geworden ist, aber das macht nichts. Denn, so, wir bitten jetzt hier erstmal um Hilfe. So. Zack, 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 zack. Ich gehe jetzt hier einfach mal der Reihe nach. Oder ich überspringe mal so ein paar. So. Zack. So, wunderbar. Weil dann kann ich nämlich hier mein Glück versuchen. Ach, guck mal hier. Die braucht doch noch Hilfe, die Sophia. Kann ich dann hier den Araber weiterzüchten? Ich denke, ich werde ihn dann relativ flott direkt in die Oase packen. Obwohl die Pferde, die draußen stehen, kann man eigentlich schneller leveln. Das wiederum macht das Ganze spannend. So, gut. Auch wenn das jetzt eben nichts geworden ist mit der ersten Ponyzucht, trotz eigentlich überwältigend großer Wahrscheinlichkeit, würde ich mich dann für heute erstmal verabschieden. Und mit dem Pony klappt es auf jeden Fall dann demnächst noch. Und damit bis morgen. Tschüss.